Oh Mann, ich würde auch gern mal einen Schrank bauen, aber dafür muss ich die Teile irgendwie so verbinden. Ich guck mal, wie das geht. Ah, super, das ist diese Dominofräse. Von der habe ich schon viel gehört. 909 Euro? Nee, das ist zu teuer. Ah, die Lamellofräse, das ist eine Alternative. 619 Euro? Mann! Wenn du dein Holz günstig verbinden willst, ist die Lösung glasklar. Wir brauchen Batman. Moment mal, wieso jetzt Batman? Das zeige ich euch gleich. Wer sein Holz verbinden will, hat natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es gibt klassische Holzverbindungen, die aber meistens schwer herzustellen sind, zumindest wenn man keine Übung hat. Und dann gibt es natürlich dieses ganze Sortiment an Dominos und Lamellos und ausgefallene Lamellos. Aber da steht einem meist ein relativ hoher Anschaffungspreis im Weg. Deswegen wollen wir uns heute etwas anschauen, was deutlich günstiger ist und wo vor allen Dingen auch die Verbindung als Einzelne sehr wenig kostet. Also, los geht's mit Batman. Batman ist natürlich in diesem Fall überhaupt gar nicht Batman, sondern die Schablone für das Peanut-System. Was für Peanuts? Diese Peanuts hier. Das sind Peanut-Verbinder. Und mit dieser wirklich sehr, sehr geilen Schablone können wir diese Verbinder ganz, ganz einfach und vor allen Dingen schnell und wiederholgenau einbringen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Diese Verbinder hier legen wir erstmal weg. Wir brauchen erstmal nur das und diesen Fräser hier. Bevor wir mit unserem Fräser arbeiten können, müssen wir natürlich die Tiefe einstellen. Und dann lernen wir auch schon, warum Batman so aussieht wie Batman. Wir legen das Ganze hier einfach auf die Unterseite, drücken das Ganze runter, bis der Fräser unsere Schablone berührt. Und schon haben wir unsere Frästiefe fertig eingestellt. Dafür sind diese beiden Backen einfach, um die Frästiefe ganz präzise und schnell einzustellen. Wir brauchen auch einen solchen 30 mm Kopierring. Und wofür der ist, das schauen wir uns jetzt an. Das Beste an diesem System ist, wir müssen nichts anzeichnen. Wir können also auch nichts falsch machen. Wir haben hier einen 90 Grad oder wenn wir es anders festschrauben, 45 Grad Anschlag, mit dem wir sozusagen hier registrieren können. Wir haben dann noch diese kleinen Pins, die wir hier einsetzen können. So. Und das ist dann sozusagen unser Seitenstopp. Und schon können wir unsere Schablone ganz einfach und präzise und vor allem wiederholgenau anlegen, ohne dass wir irgendwas anzeichnen müssen. Und jetzt können wir ganz einfach hier losfräsen. Wir fräsen jetzt mit unserem Fräser gleich eine T-Nut. Das bedeutet, wir tauchen einmal ein und fräsen dann oben eine schmale und innen drin eine breitere Nut. Dafür müssen wir uns immer überlegen, in welche Richtung müssen wir fahren. Damit wir das jetzt später auch zusammenstecken können, müssen wir das immer gleich machen. Der Kopierring passt hier perfekt rein. Das heißt, wir können nur nach rechts und links. Ich mache es jetzt so, dass ich links eintauche und immer nach rechts fahre. Das ist ganz wichtig, weil wir später auch diese Bohrschablone haben, die wir entweder rechts oder links ausrichten können. Wichtig ist, ich mache es von links nach rechts, so wie ich auch lese. Und los geht's. Das Fräsen dauert ungefähr 5 Sekunden und so sieht das Ganze dann aus, wie ein Schlüsselloch. Jetzt sehen wir auch, wie unsere Erdnuss da später reinpasst. Hier im großen Teil tauchen wir ein und dann können wir das Ganze zur Seite schieben und es ist sozusagen super fest verkeilt. Wenn wir jetzt die andere Seite fräsen wollen, schieben wir das Ganze einfach rüber und setzen den Pin an der anderen Seite ein. So können wir an der anderen Kante registrieren. Hier gibt es noch Löcher, die sind dafür da, um die Schablone einfach festzuschrauben. Dann muss man keine Zwingen ansetzen. Und das macht auch viel Sinn, denn die sind in derselben Flucht wie unsere Fräsung. Das bedeutet, das kleine Loch von der Schraube werden wir später sowieso nie wieder sehen, weil hier die Seite drüber sitzt. Da ist unser zweites Loch. Wichtig, es zeigt in dieselbe Richtung wie das erste. Hier ist unser kleines Schraubenloch, aber da sitzt später diese Wand drüber. Jetzt kommt der einzige Part, wo man es ein bisschen versemmeln kann. Wo ich es auch schon ein paar Mal versemmelt habe. Weil man einmal quer, Quadrat um die Ecke rumdenken muss. Was? Das Teil kommt später andersrum hier drauf. Das heißt, wir müssen jetzt einmal andersrum denken. Wir legen das erstmal ganz normal hier drauf. Wichtig ist, dass wir jetzt beim Bohren
aufpassen. Als Abstandshalter nutzen wir die gleichen wie eben. Wichtig ist nur, vorhin haben wir sozusagen von links nach rechts gefräst. Hier wäre jetzt unser Bohrloch rechts. Wir drehen aber gleich alles um. Deswegen drehen wir jetzt das Bohrloch auch einmal um und fräsen jetzt bzw. bohren auf der linken Seite. Das war's auch schon. Was eben noch verwirrend klang, ist ganz einfach, wenn man sieht. So haben wir jetzt gebohrt. Wir nehmen das Teil raus, drehen es auf den Kopf und es passt. Das hat auch noch gar nicht gepasst. Ist ja klar, wir stecken es ja auch erstmal hier oben zusammen und müssen jetzt noch runter. Fertig ist unsere Ecke. Das geht ruckzuck und die Verbindung hält tatsächlich relativ viel. Das ist ja jetzt nur eine Ecke. Bei einem Korpus hätten wir alle vier Seiten. So könnt ihr das wirklich super, super schnell machen. Und was ich daran sehr geil finde, ist, man braucht im Prinzip überhaupt keine großen Maschinen. Wenn ich jetzt zum Baumarkt gehe und mir fertig zugeschnittene Platten kaufe, dann kann ich die mit einem Akkuschrauber und einer Fräse ganz einfach verbinden. Und zwar super stabil, wiederholgenau und auch wieder lösbar. Wir können natürlich diese Verbindung jederzeit auch wieder auseinanderschlagen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Und kostet der Spaß, Jones, kann ich dir sagen. 25 Cent pro Verbinder ungefähr. Was? Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber nicht. Es ist wirklich im Verhältnis relativ wenig, wenn man bedenkt, dass es einem im Prinzip alles abnimmt und man eine von allen Seiten unsichtbare Verbindung hat. Wenn man das vergleicht mit wieder lösbaren Domino- oder Lamello-Alternativen, ist 25 Cent eigentlich super. Man braucht keine großen und vor allen Dingen teuren Maschinen. Und ich bin mir sicher, dass ihr eventuell bei größeren Paketen auch noch bessere Preise bekommt. Das Ding ist, das ist eine wieder lösbare Verbindung, die ohne Leim funktioniert. Das heißt, man kann super schnell die Verbindung einbringen und direkt weiterarbeiten. Und das bedeutet, man ist schneller fertig. Das System an sich kostet so 140 Euro. Es gibt auch noch eine größere Variante davon. Das war meine Registrierschraube. Aber ich finde, dass dieses kleine System völlig ausreicht. Man ist mega, mega schnell. Man muss nichts anzeichnen. Außer natürlich, jetzt kommt's, wenn ich jetzt vielleicht bei einem wirklich großen Schrank noch so einen Verbinder in der Mitte machen möchte. Aber das ist relativ einfach. Wir haben hier eine Mittenmarkierung. Ich messe mir das also raus, mache einen Strich. Fertig. Ich würde aber auch sagen, selbst bei einem größeren Korpus reichen zwei Peanuts, weil die Dinger das wirklich fest zusammenziehen. Von unseren Peanut-Connectoren, auf Deutsch auch Pilzkopfverbindern, gibt es zwei verschiedene Größen. Diesen größeren haben wir gerade benutzt. Der ist für Materialstärken ab 15,3 mm. Es gibt aber auch noch einen kürzeren, der für kleinere Materialstärken geht. Ihr könnt also auswählen, welchen ihr braucht. Ihr habt auch gesehen, die Dinger an sich schraubt man fest. So halten sie wirklich sehr, sehr gut im Holz. Ja, was soll ich noch sagen? Ich finde das super geil und ich glaube, ich hebe die Schraube mal eben auf, dass das eigentlich jedem die Möglichkeit gibt, wunderbare Möbel zu bauen. Das System funktioniert natürlich genauso gut auch in Massivholz. Wenn man sich jetzt überlegt, dass das arbeitet, wir haben ja theoretisch sogar ein bisschen Spiel im Loch, perfekt. Also, kanntet ihr es, das Peanut-System? Glaube nicht. Wenn ja, dürft ihr unten reinschreiben, ich kannte es schon, du Doofmann. Das ist diesmal völlig in Ordnung. Also, alle anderen, smash ein Abo rein. Bau! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, was wir dann machen. Tschüss.